Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 1. Und ich wollte heute die Geiselnahme machen. Finden Sie den Vorteil Farinata-System des Hades Gamma-Clusters. Also, Farinata, Hades Gamma. So, Farinata, Hades Gamma. Erstmal die anderen Planeten hier. Atmos. Atmos und Ageko. Atmos ist ein normaler Wasserstoff-Helium-Gasriss mit Spuren von Methan in seiner Atmosphäre. Sollte das Terraforming Trebins erfolgreich sein, ist anzunehmen, dass hier für das System eine Helium-3-Kraftstoffraffinerie errichtet wird. So, größere Vorkommen Wasserstoff. Was haben wir noch? Ageko. Während der ersten Erforschung des Anataeus-Systems hatte man für die kleine glühend heiße Welt von Ageko nur eine einzige Sonde übrig. Der entdeckte einen Planeten, mit dem man für seine Größe ungewöhnlich üppigen Vorkommen an schweren Elementen. Ageko ist ein normaler terrestrischer Planet mit einer dünnen Atmosphäre aus Kryptonoxid und seine Kruste besteht hauptsächlich aus Magnesium und Vorkommen Kobalt und anderen Schwermetallen. Die Oberfläche weist extrem viele und tiefe Krater auf. Von Landung sollte hier abgesehen werden. So, ja, Farinata im Hades Gamma-System. Das ist ja doch zum Glück keine zu weite Reise. Oh, ein kleines System. Nepnio. Nepnio weist eine seltene Kombination von Merkmalen auf und genießt deshalb besonders großes Interesse der wissenschaftlichen Gemeinschaft. Es handelt sich um eine kleine terrestrische Welt mit einer dünnen Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Krypton. Wie bei allen Felden Varenatas ist auch Nepneos Oberfläche senkt heiß. Diese Kruste besteht hauptsächlich aus mit Eisen versetzten Silikaten. Wir haben Thorium. Oh, Thorium ist wirklich selten. Sammelt der Juntauma. Eieieiei. Juntauma ist eine klein, sengend heiße terrestrische Welt. Diese dünne Atmosphäre aus Kohlendioxid und Ethan wird kontinuierlich von den heftigen Solarwinden des Sterns Farinata weggeblasen. Die hauptsächlich aus Schwefel und Kupfer vorkommen bestehende Oberfläche sengt heiß. Seine Dichte ist so gering, dass Juntauma Farinata in gebundener Rotation umläuft. Laut dem Verteidigungsdatennetz der Allianz gibt es eine Vielzahl von Schiffen, die mit ausgeschalteten Transpondern in der Nähe der Juntaumas durch herumgekreuzt sind. Während der Verfolgung durch eine Patrouille der Allianz konnte sich ein nicht identifiziertes Schiff in ULG retten. Man verlor seine Fährte, als es seine Lichtspur im Signalgewirr der Anasi-Ishtar-Route verwischen konnte. Wir haben da eine proteanische Datendisk gefunden. Ah ja, und Tunchagon. Ah ja, der leuchtet aber schön. Tunchagon ist ein typischer Wasserstoff-Helium-Gasgigant, in dessen Atmosphäre sich Spuren von Chlor und Stickstoff nachweisen lassen. Er besitzt für einen Gasriesen eine ungewöhnlich geringe Anzahl von Monden, nur 7. Ohne Zweifel ist das der Anwesenheit des Sterns Farinata geschuldet, der während des Kollabierens der Gaswolke und der daran anschließenden Systementstehung den Großteil der Masse angezogen hat. Und das grüne Leuchten kam wahrscheinlich dann durch Chlor. Die MSV Ontario. Ontario ist ein menschliches Modul-Lastschiff der Colon-Klasse, das für verschiedene Fracht- und Personentransportzwecke gebaut wurde. Das Schiff fliegt mit höchster Geschwindigkeit in die Deckung eines Asteroiden-Clusters. Und wir müssen das retten? Verstehe ich das richtig? Nämlich Garrus und Tali. Oh, viel Tech-Stärke. Wir gehen einfach aus so einem Schiff, was direkt in so ein Asteroidenfeld reinfrast, ne? Das ist immer sicher. Okay, da müssen wir lang. Und da sind Feinde. Da. Eindringlinge! Tötet die Gang! Schnell, sie werden ihn umbringen. Eieiei! Ach du Scheiße! Die haben mich aber umgehauen. Oh Gott, Eieieiei. So. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Aber wir sind ja Techniker und Biotiker, von daher ist das kein Problem.
Leben bin ich tot. Ich liege nur am Boden. Und ich habe 2 Punkte erreicht. Die für erste Hilfe. Dafür Elektronik. Dafür Pistolen. Nein, für Pistole. Garrus kriegt 2 Punkte auf Elektronik. Und Tali kriegt ihre Punkte auf Dechiffrierung. Sehr schön. Wir müssen mal langsam fertig werden hier. 2 Minuten 20 nur. Das ist nicht gut. Ja. So, was haben wir hier? Türstörung. Oh oh. Sehen Sie, wie es ist? Man schreibt Briefe und wird von allen ignoriert. Gewalt ist das Einzige, das die Leute ver... Wie wäre es, wenn ich den Vorsitzenden Burns töte und diese Scharade beende? Bitte! Ich versuche doch nur, Ihrem Volk zu helfen! Beruhigen Sie sich doch! Tun Sie nichts, was wir alle bereuen müssten. Warum nicht? Was haben wir denn zu verlieren? Da der Vorsitzende hier entschieden hat, dass wir keine Entschädigung bekommen werden, haben wir nichts mehr, wofür es sich zu leben lohnt. Aber ich habe meine Meinung geändert. Wo ich sie gesehen habe, wurde mir klar, dass sie... Sie hatten ihre Chance. Einige L2 sind aufgrund der Nebenwirkungen der Implantate fast verkrüppelt. Aber sie sind gegen Entschädigungen. Sie brauchen Burns. Achso, es geht hier um medizinische Studien übrigens. Ne, so blablabla und pipipo und aber keine Entschädigung kriegen, das finde ich echt mies. Nein, sie brauchen Burns. Denken Sie darüber nach. Burns ist der, der Ihnen helfen kann. Ja, wenn Sie mich freilassen, kann ich mir die Entschädigungsanträge nochmal ansehen. Was? Wir sollen Ihnen vertrauen? Klar, Sie versprechen uns die Freiheit und sagen, dass alles gut wird. Aber sobald wir uns ergeben, hintergehen Sie uns. Mehr kann ich Ihnen nicht bieten. Ich verspreche nicht, Sie gehen zu lassen. Ich sage nur, dass Burns sich die Sache nochmal ansieht. Nicht wahr, Burns? Sicher. Ich hatte keine Ahnung, dass die L2-Biotiker so verzweifelt sind. Hätte ich das gewusst? Es wird Entschädigungen geben. Das verspreche ich Ihnen. Sie haben recht. Ich will nicht sterben. Vielleicht passiert ja diesmal was. Ich gebe auf. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. Ich werde dafür sorgen, dass die Entschädigungsdiskussion weitergeführt wird. Ich hatte keine Ahnung, dass Sie so verzweifelt waren. Kein Problem. Ein Kreuzer der 5. Flotte wird Sie und die Gefangenen in Kürze abholen. Na dann. Danke, Commander. Ich dachte schon, ich wäre erledigt. So, das haben wir geschafft. Das ist schon mal sehr gut. Was haben wir denn hier? Ah, ein Schildregenerator. Hier ist mittelschwere Dechiffrierung. Okay. Boah, die Maus ist immer... Ah, diese Maus ist sehr hakelig da. Das ist die Kacke. Weißt du, das ist... Nee, sowas riecht mich dann auf, wenn du selbst nicht schuld bist und deswegen sowas nicht öffnen kannst. Ihr habt gesehen, ich kann das Ding halt nicht weiter nach rechts drehen. Das ist halt sehr, sehr, sehr beschissen. Wir sind hier falsch. Ich glaube, wir müssen da lang, ne? Ah, ja. So, das Attentat haben wir auch geklärt, würde ich sagen. Perfekt, dann können wir uns ja jetzt der normalen Mission widmen. Liara Tissoni widmen. Erkunden Sie die unerforschten Welten des Artemis Tau Clusters. Neuer Nachrichteneingang, stelle durch. Danke, dass Sie sich um die Geiselnahme gekümmert haben, Commander. Der Vorsitzende Burns war sehr beeindruckt, wie Sie die Situation auf friedliche Weise gelöst haben. Ihre Hilfe auch außerhalb Ihrer formalen Pflichten wurde zur Kenntnis genommen, Commander. 5. Flotte Ende. Ja, danke. Weiter gerne. Also Artemis Tau Cluster.
Items, Tau Leabas Ausgaben steht. Ich soll mich echt hier um das ganze Ding kümmern. Okay, fangen wir mit Makedonien an. Ich glaube, Sachen sagen manche. Ich weiß nicht, ob das korrekt ist. Ich sag, ich akzeptiere beides. Makedonien, Mazedonien. Fargeluse. Fargeluse ist ein normaler Wasserstoff, Helium, Gas, gern mit großen Vorkommen an grünem Wasserstoff in der Atmosphäre. Wir haben große Vorkommen an Xenon entdeckt. Was haben wir da? Patavik ist der zweite riesige terrestrische Planet des Makedon-Systems und der weitaus interessantere. Die größten Teile der Planetenoberfläche werden von einem großen Ammoniak-Ozean bedeckt, in dem sich eine ammoniakbasierte Lebensform entwickelt hat. Auf den gefrorenen Kontinenten gibt es zwar kein Leben, aber in den kühlen, giftigen Ozean hat sich eine Vielfalt komplexer Mechanismen ausgebildet, von denen viele sogar größer als Menschen sind. Patavix ist zwar für Menschen absolut unbewohner, bietet aber gute Lebensbedingungen für die Volos. Die Verhandlungen zwischen der Allianz und der Schutzmacht der Volos der turianischen Hierarchie sind diesmal schon weit vorangeschritten. Porolan ist ein großer terrestrischer Planet, in etwa halb so groß wie die Erde. Trotz der dichten Atmosphäre ist es auf dem Planeten bitterkalt, denn der rote Zwerg Makedon strahlt nicht viel Hitze ab. Die Oberfläche besteht hauptsächlich aus Silikaten, aber es gibt ja auch bedeutende Funde an Eisen und anderen industriellen interessanten Metallen. Trotz der vorherrschenden großen Schwerkraft könnte es sich lohnen, diese Vorkommen abzubauen. Wir haben eine Matriarchenschrift gefunden. So, Patavik. Okay. Sharjila. Warnung, Druckgefahr der Stufe 1. Sharjila besitzt eine sehr dichte Atmosphäre aus Ammoniak und Sauerstoff. Die gemäßigt warme Planetenoberfläche besteht hauptsächlich aus Aluminium mit Vorkommen an Schwefel. Die Kommunikationsbarken in diesem System haben in letzter Zeit eine Reihe nicht erfasster Schiffe in der Nähe registriert. Auf Sharjila existiert ein üppiges Ökosystem, das auf Silizium und Sauerstoff basiert. Die dicht bevölkerten Gebiete sind bedeckt mit feinem Silikatstaub, Siliziumdioxid, ein Nebenprodukt der Atmungssysteme der weiterentwickelten Lebensform dieser Welt. Die heftigen Winde wirbeln häufig Staubwolken mit scharfen Partikeln auf und stellen ein besonderes Problem dar. In Gebieten, wo der Wind große Verwehung von Silikaten verursacht hat, können Bergungen äußerst gefährlich sein. Außenmissionen sind hier kaum durchführbar. Aber wir machen sie. YOLO. Wir nehmen Ordnung und Garrus. Sehr schön. Okay, Erdnog bekommt nämlich jetzt die Stase. Garrus und wir haben nichts mehr. Gut. Wo müssen wir hin? Erstmal zur Anomalie links. Ja, es fängt jetzt super an. So, das wird wahrscheinlich wieder irgendein Ding sein, was wir halt bergen müssen. Irgendeine Inschrift oder eine CD oder so. Und dann Artefakt, ich weiß es nicht genau. Irgendwie sowas. So. Sein. Ich hoffe, das ist noch am Fuße des BA. Ah, ich glaube, ich sehe es. Alter. Da hinten. Die Lagerhalle. Ich hoffe, das ist das. Oh Gott, oh Gott. So. Oh, die Gefahrenstufe geht schnell hoch. Azari-Kapsel. Matriarchen-Inschrift gefunden. Perfekt, Bereichskarte. Und in den Marco. Nee. Umdrehen über den Berg. Und weiter geht's. Wir müssen nämlich wirklich über diesen Berg. Ich freue mich schon. Können die Planeten nicht mal flach sein? Das ist doch ätzend.
Ah, ich sehe schon auf der Karte. Sehr schön. Also, es ist sehr schön, dass es schon mal auf der Karte ist. Nicht, dass, was ich da sehe. Ich sehe viele Gegner. Ach, Kacke. Was ist das denn hier? Wir dürften aber eigentlich mit unserem Marco kein Problem sein. So. Eieiei, wie wir alles hier wegjagen mit dem Panzer. Wir haben eigentlich null. Kann ich überfahren? Also sind wir komplett tot überfahren? Nicht mit dieser Steuerung. Kann er jetzt mal langsam sterben? Gibt doch. Ich fahr mal. So. Ne. So, Eingang da rein. Oh Gott. Direkt wieder Gegner. Da freue ich mich. Direkt fehlgeschlagen. Los, los, los! Los, los, los! Eine Piratenbasis. Naja. Der war noch nicht tot. Der Asari. Schauschütze. Was ist denn? Da. Ist der tot? Ich hoffe mal. Oh, nice. Medizinische Station. Perfekt. Phoenix, nehmen wir alles mit. Kisten. Sehr schön. Gucken, was es sonst noch gibt. Ah ja, da geht's weiter. Ich glaube, wir hatten schon mal ein Gebäude mit exakt demselben Aufbau. Und das letzte Mal geht noch nicht so lange. Das ist nämlich traurig. Hier lass das Objekt. Nehmen wir mit. Die Chiffrierung ist zu gering. Der gehärtete Wandsafe ist zu gering. Wir haben jetzt Beweise dafür, dass die asarische Sklavenjägeranführerin auf Nassana Dantius eine bedeutende Botschafterin auf der Citadel Schwestern sind. Sie sollten zum Präsidium zurückkehren und Nassana mit diesen Fakten konfrontieren. Okay. Ich muss damit zur Citadel zurück. Darauf habe ich jetzt wenig Lust. Na toll. Ich habe wieder keine Aufnahmezeit. Perfekt. Aber es macht nichts. Lalala. So, Ausgang verlassen. Gebäude verlassen meine ich. Nicht Ausgang verlassen. Zu Normandy. Und gucken, was da noch so weiter ist. Den haben wir. Ab nach Sparta! Ja. Süß, süß, Sparta! So. Trotzdem wüsste ich gerne, wie lange die Folge geht. Ein großes System, ein sehr großes System sogar noch, das wir jetzt noch machen in dieser Folge. Al-Sagis. Die
kleine und fernab gelegene Planet Alsage. Es ist eine kleine terrestrische Welt mit einer dünnen Atmosphäre aus Methan und Argon. Die Permafrost-Oberfläche besteht hauptsächlich aus gefrorenem Wasser und Kalzium mit Vorkommen Leichtmetallen. Während der Antipiratenkampagne der Allianz im Jahre 2160 wurde der Batterianer Eluam Rampera mit seiner Fregatte der Tuneron gestellt, als das Schiff zur Antriebsentladung auf Alsages gelandet war. Selbst in Angesicht der Übermacht des Allianzkreuzers Hyderabad weigerte sich Rampera aufzugeben. Die Tuneron wurde bei dem Versuch zu fliehen zerstört. Die Trümmer des Schiffes sind weit über die südliche Nordhalbkugel zerstört. Wir haben Plutonium entdeckt. Das freut uns. Und Tanmalka. Untermalka ist ein großer Wasserstoff-Helium-Gasgigant, in dessen Atmosphäre sich Spuren von Chlor und Schwefel nachweisen lassen. Durch seine extrem hohe Schwerkraft werden viele Asteroiden aus dem äußeren Gürtel angezogen, die an Altaia und Edolus vorbei in Richtung des inneren Gürtels driften. Im Orbit von Untermalka kreisen hunderte von der Schwerkraft dort gefangene Monde. Die meisten der Monde werden schon nach wenigen tausend Jahren wieder ins All geschleudert und in die Atmosphäre des Gasgiganten gezogen oder zerrissen. Teil des riesigen Planetenrings zu werden. Die Navigation durch diese chaotische Weltraumumgebung ist zumindest hochproblematisch. Schiffe ohne militärische kinetische Barriere laufen höchste Gefahr, fatale Einschläge zu erleiden. Wir haben große Vorkommen Wasserstoff entdeckt, das gefreut uns sehr. Da haben wir noch Altaia, das ist bestimmt ein Urlaubsort in der Türkei. Altaia ist ein ungewöhnlich großer terrestrischer Planet. In seiner Atmosphäre lassen sich Spuren von Methan und Ammoniak nachweisen. Die gefrorene Oberfläche besteht maßgeblich aus Sandstein und anderen Sedimentengestein, sowie Vorkommen Eisen und Chlorin. Die Sedimentzusammensetzung der Oberflächenkruste lässt darauf schließen, dass Altaia einmal eine Atmosphäre hatte, die dick genug war, um Flüssigkeitsvorkommen zu lassen. Welche Katastrophe den Planeten traf, sodass die Atmosphäre zerstört wurde und die Oberfläche gefroren bleibt? Unbekannt. Ja, das ist eher kacke. Edulus. Commander, ich empfange ein Signal von der Planetenoberfläche. Scheint ein automatisches Notsignal zu sein. Na toll. Edulus ist ein terrestrischer Planet mit einer Atmosphäre aus Kohlenstoffdioxid und Stickstoff. Die Oberfläche von Edulus wird durch riesige Wüsten aus Silikatsand bedeckt. Es existieren nur wenige Gebirgslandschaften, die Schutz vor den Staubwinden bieten. Der Orbit von Edulus ist voll von Trümmern, die von dem Gasgiganten Untermalka hergesteuert wurden. Aufgrund der häufigen Meteoriteneinschläge gilt eine Erkundung des Planeten als sehr gefährlich. Und der innerste Tremanraere. Tremanraere ist ein Zwergplanet, der aus leichten Magnesiumsilikaten besteht und Vorkommen von Aluminium aufweist. Seine Oberfläche ist mit sehr alter, dunkler Basaltlava bedeckt. Diese könnte darauf hinweisen, dass der Planet durch eine Kollision mit einem anderen Gestirn dieses Systems entstanden ist. Tremanraere verfügt über kein Magnetfeld. Aus diesem Grund können Schiffe ihre Antriebe hier nicht entladen. Auch die sehr geringe Schwerkraft von Tremanraere ermöglicht auch Schiffen der Kreuzklasse eine sichere Oberflächenlandung. So, und wir landen da jetzt mal. Nehmen Erdnock und Gervis mit. Haben Angst vor ständigen Meteoriteneinschlägen. Und speichern. Bis dahin und tschüss.